Heidiho, Freunde der Sonne, und herzlich willkommen zu Randgruppenwitze mit Randgruppen. Heute mit... Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hallo, mein Name ist Julian FM Stöckel und viele Zuschauer werden mich gerne aus dem Dschungelcamp, Promi Dinner, Promi Shopping Queen, Promi Project Brother und alle möglichen Formate... Promi Big Brother hast du nicht mitgemacht. Ach, halt den Mund, da saß ich in jeder Staffel in der Sendung, ja, bei dem Talk. Hi, ich bin Lukas, ich bin 24 und mich kennt man vielleicht auch bei YouTube unter meinem Kanal Luktastisch. Und ich bin Mark M, Fresh 26 und mich... Fresh. Ja. Und mich kennt man vielleicht von GZSZ und bin ich dann jetzt... Fangen wir mit dem Klassiker an, den jeder kennt. Wo fliegt ein schwuler Adler hin? Den kenne ich. Zum Horst. Zu seinem Horst. Wohin? Ich lasse, weil ich sie wieder nie verstehe. Wie heißt denn das Nest von einem Adler? Nest? Woran erkennt man einen schwulen Schneemann? Die Karotte steckt im Hintern. Ja. Oh. Das war jetzt nicht so lustig. Was ist, wenn drei Schwule übereinander liegen? Ein Sandwich? Nee, der mittlere hat Geburtstag. Aber das ist ja schon lustig an sich. Und die lachen, weil sie mich so komisch finden. Das ist auch Stimmt lustig. Stimmt das? Ein bisschen doch. Ja, die denken, die Alte aus dem Fernseher hatte ich alle drei auf dem Kanal. Zwei Schwule treffen sich, sagt der eine, gestern ist mir das Kondom geplatzt, sagt der andere, im Ernst? Nein, im Detlef. Oh. Der ist so alt, der ist ja schon älter als du, den kennt jeder. Und witzig oder nicht? Nein, wer heißt denn Ernst und wer heißt Detlef? Drei Freunde müssen in einem Hotelbett übernachten. Am nächsten Morgen sagt der Linke, ey, ich hab geträumt, mir hat jemand einen runtergeholt. Geil. Sagt der Rechte, ey, mir auch, ich hab das Gleiche geträumt. Sagt er in der Mitte, ach schade, ich habe nur geträumt, dass ich schief war. Den verstehe ich nicht. Den verstehe ich auch nicht. Zwei homosexuelle Männer stehen im Aufzug. Sagt der eine, ich bin so spitz, ich könnte heute eine Straßenbahn vögeln. Sagt der andere, ding, 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 ding. Ach so, der eine spielt die Straßenbahn an. Das ist auch nicht lustig, Droste. Okay, tut mir leid. Warum verlor ein Schwuler seinen Job in der Samenbank? Trinken im Dienst. Was? Trinken im Dienst. Ui, das ist ekelig. Das ist ekelhaft. Streiten sich zwei Homosexuelle, sagt der eine, leck mich doch am Arsch. Sagt der andere, ey, von Versöhnung war nicht die Rede. Ach komm, der war witziger als der andere. Was machen drei Schwule und eine Blondine im Wald? Jagen. Zwei halten die Blondine fest, der dritte frisiert sie. Das ist ein bisschen süß. Ja. Wie viele Schwule braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Keinen, denn sie machen sofort einen Darkroom draus. Den finde ich ganz lustig. Ja, das ist echt gut. Die anderen haben alle mehr gelacht. Okay. Naja, Heteros haben halt auch einen komischen Geschmack, das muss man auch mal sagen. Unterhalten sich drei Väter am Stammtisch über ihre Söhne. Sagt der erste, mein Sohn hat Tankwart gelernt und hat mittlerweile 15 Tankstellen. Der zweite, mein Sohn hat Drogerist gelernt und hat mittlerweile 20 Drogerien. Sagt der dritte Vater, ach nee, ich sag nichts. Die anderen so, ja komm schon, so schlimm kann's nicht sein. Sagt der andere, also gut, mein Sohn ist schwul. Die anderen, ja und? Und womit verdient er sein Geld? Naja, er hat zwei Freunde, einer hat 15 Tankstellen und der andere 20 Drogerien. Das verstehe ich auch nicht. Er hat zwei Freunde, die haben Drogerien und Tankstätten. Wo ist er der Witz? Mit den Söhnen zusammen von den Vätern. Achso, der ist mit den Heteros befreundet. Na, das ist ja witzig. Ein Schwuler hat heterosexuelle Freunde. Ein Alkoholiker, ein Kettenraucher und ein Homosexueller sterben in einem bei einem Lasterunfall. Dann kommen sie in den Himmel und Petrus steht da und sagt, okay, ich schicke euch alle nochmal zurück, weil ihr sollt alle eine zweite Chance kriegen. Sagen die, okay, machen wir. Zack, alle landen wieder auf der Erde. Der Penner, der Alkoholiker. Der Alkoholiker rennt sofort. Man müsste vorlesen können. Halt die Klappe. Oh. Der Alkoholiker sieht auf der Straße einen Penner mit Schnapsflasche sitzen. Reißt ihm die aus der Hand, trinkt sofort tot. Der Kettenraucher sieht einen glimmenden Stängel auf dem Boden liegen und will sich gerade bücken. Da sagt der Schwule, wenn du dich jetzt bückst, sind wir beide tot. Okay. Ich habe ehrlich gesagt den ersten Teil des Witzes schon vergessen und habe dann den anderen nicht mehr zusammenführen können. Okay, ey, krasses Publikum. Schweres Publikum, aber egal. Der letzte Witz. Ah, Ghetto. Das ist Ghetto. Die anderen haben auch immer zugehört und nicht die ganze Zeit geschnattert. Naja, wir drehen halt nicht mit Bauern. Ja. Ein Mann kommt in eine Bar und bestellt 6 Wodka.
sagt der Barkeeper. Hatten Sie einen beschissenen Tag? Er so, ja, ich habe erfahren, dass mein großer Bruder schwul ist. Am nächsten Tag kommt er wieder in die Bar und bestellt wieder 6 Wodka, sagt der Barkeeper. Wieder ein schlimmer Tag? Ja, ich habe erfahren, dass mein kleiner Bruder schwul ist. Am nächsten Tag kommt er wieder und bestellt sogar 10 Wodka pur, sagt der Barkeeper. Scheiße, Mann, steht denn in deiner Familie keiner mehr auf Frauen? Sagt der Mann, ja doch, meine Frau. Der ist auch gar nicht witzig. Hey, es ist krass. Das ist auch nicht witzig. Aber ich bin so froh, dass die es auch nicht lustig finden, sonst hätte ich wieder gedacht, ich verstehe einfach nicht. Ich finde es nur witzig, dass sie nicht witzig sind. Ja. Ja, okay. Das habt ihr so denn einen Witz, der witzig ist? Ja, Komm, du bist doch Profi im Lukas. Was haben Papagei und ein Schwuler gemeinsam? Warte, den kenne ich. Ich auch, aber den fand ich zu gemein. Scheiße auf der Stange. Kacke auf der Stange. Was ist der Unterschied zwischen einem Zahnstocher und einem Schwulen? Gar keiner, weil beide stochern in Speiseresten rum. Ja, es ist wild. Das ist viel lustiger. Was ist der Unterschied zwischen Siegfried und Roy und den Schuhmachern-Brüdern? Gibt keinen, beide sind schwul. Nein, der Gesichtsausdruck, wenn der eine dem anderen hinten reinfährt. Oh! Was ist der Unterschied zwischen einem Schwulen und einem Cheeseburger? Der Cheeseburger furzt nicht, wenn man das Gürkchen rauszieht. die habe ich alle rausgenommen, weil ich ein netter, seriöser Mann bin. Wo ist der Unterschied zwischen einem Schwulen und einem Taxifahrer? Beide sind froh, wenn sie hinten einen drin haben. Das finde ich auch lustig. Was macht ein schwuler Wurm in einem Salat? Was macht ein schwuler Wurm in einem Salat? Rumwühlen. Er schmeißt die Schnecken raus. Lachst du jetzt so oder hast du verstanden? Ich hab ihn nicht verstanden, aber ich fand ihn witzig irgendwie, dass ich ihn nicht verstehe. Die Schnecken. Schnecken sind ja. Die Muschis hat er rausgeschmissen. Yeah. Was ist ein Schwuler, wenn er zum Ritter geschlagen wird? Ein Ritterschlag? Ein Gaylord. Den finde ich auch ganz gut. Yeah. Welche 4 Flüsse kennt jeder Schwule? Apo in. Rein in mein Po. Rein in mein Po. Kennst du den so gut? Mutti, in der Schule behauptet der eine Junge ständig, ich sei schwul. Sagt die Mutter, dann hau ihm doch eine runter. Nee, der ist so süß. Oh, das ist aber süß. Der ist echt süß. Wie gemein dürfen denn Witze sein oder was, worüber sollte man keine Witze machen? Jetzt werden wir mal seriös, Herr Stöckel. Naja, man darf nie über Randgruppen Witze machen, die irgendwie leiden unter Witzen. Ich meine, ich leide nicht drunter. Ich finde, solange es nicht ernst gemeint ist, was man sagt, dann ist ja, das auch irgendwie... Auch so, also ich kann auch über jeden anderen lachen. Genau. Und du darfst es nie mit Leuten machen, die keinen Humor haben. Wer hat keinen Humor? Viele Leute haben keinen Humor. Von den Promis? Naja, der hat gar keinen Humor, weil sie das alle nicht verstehen. Aber man muss halt mal lernen, auch über sich selbst lachen zu können und auch mal zu beweisen, dass man nicht immer denken muss, man ist der Größte, der Beste und der Lustigste von allen. Es gibt halt Leute, die können es besser. Also man kann auch mal selbst über sich lachen. Das ist am besten. Ich lache am liebsten über mich selbst. Wann kann man am besten über dich lachen? Immer. Voraussetzen halt einen guten Humor. 2 Blondinen bewerfen sich mit Stroh. Wie nennt man das? Gedankenaustausch. Oh, das ist nicht scheiße. Warte mal, was Richtiges ist. Alter, wie viel sind 5 plus 5 mal 5? 5 plus 5 mal 5.